Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Playlist Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Ich habe Dark Souls 2 bereits schon 15 Minuten lang gespielt und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich schon ein paar Stündchen Dark Souls 1 Remastered gespielt. Also geht das wohl als Blindspielen durch, was bedeutet, dass ich keine Ahnung habe, was ich tue. Viel Spaß damit! Da sind wir also in-game. Neues Spiel. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed.
uns mal auf die Suche. Geht's hoch? Schulz. Oh. Was für Dudes? Hier geht's weiter. Da gibt's einen Loot Spot. Lassen sich wohl nicht so einfach bashen. Oh. Konnte jetzt gar keinen Char erstellen irgendwie. Bei Dark Souls 1 kann ich ja die Klasse auswählen und so weiter. Was haben wir hier eigentlich? Ausrüstung? Nicht. Klamotten haben wir. Rich Dude. Glück, die Münze, okay, Knochen. Auch nichts Nützliches. Ja, also, es geht tatsächlich nur hier hoch. Da ist Licht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Weg. Los, Knochen her. Braun Knüppel. Dead. An undead has come to play. They all end up here, all the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished.
You'll go hollow. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. Immer mit ihren Hüllen. Ja, voll hängen geblieben. What is your name? Püppchen. Think back deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Aha. Krieger, Ritter, Schwertkämpfer. Interessant. Ja, two-handed, in beiden Händen eine Waffe. Der Ritter hat hohes Leben und Anpassung hoch. Krieger, stark und geschickt, enorme Waffenerfahrung. Es wird wohl ein Bewegungsfighter sein. Bandit, gnadenloser, gesetzloser, geschickt, erfahren mit dem Bogen, okay. Kleriker. Auf Pilgerreise, hoher Wille und Wunder leiten ihn. Nice. Zauberer. Erkunder, weitgereister Erkunder, nicht sonderlich stark, hat aber viele Objekte. Bettler, nackt und unbekannte Herkunft, hat nichts zum Kämpfen außer einen lebensbejahenden Leib. Ja, beim ersten Teil habe ich auch schon mit Bettler angefangen. Die Stats. Die Stats sind auch krass niedriger als bei den anderen Klassen. Das ist schon heftig. Aber abgesehen, dass er nackt ist, keine Kleidung, nichts hat. Die anderen haben schon Waffen und Kleidung. Ja. Mach mal Bettler. Wieder für die volle Dröhnung. Gabe, hier beim ersten Teil. Machen wir ohne Gabe wieder. Körper. Wir scheinen über Kopf unterschiedlich zu sein. Figur. Muscles. Definitiv. Dreads sind auch lustig. Halblang, richtig lang oder was? Braune Haare. Blaue Augenbrauen kann man einstellen.
Augenbrauenfarbe. Ach du Scheiße. Augenfarbe. Braun. Bart. Tätowierung im Face. Punkt. Whisky. Alter, das ist verrückt, was man alles einstellen kann. Reicht das mal? All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going home. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an impasse. But if your will is yet unbroken, then you may return here to start again with a clean slate. Von vorne anfangen, okay? Traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. You
jetzt auch noch mal hoch. Menschenbild. Was soll ich denn damit? Kehrt Hüldenwerdung um. Das habe ich im ersten Teil schon nicht geschnallt, was das mit der Hülle auf sich hat. Gegenstandskiste. Ich wollte es eigentlich noch rüberschieben. Okay. Geht erstmal nicht. Hier gibt es einen Drop. Doch nicht. Komm gar nicht ran. Ah. Seele ohne Fackel. Hm. Das ist wie im ersten Teil. Die Fackel. Soll ich die irgendwo anlegen, oder? Gut, können wir jetzt schon leveln oder? Eisen. Grabstein. Ah. Tutorial also. Gut, geht's jetzt auch irgendwo weiter hier, oder? Muss ich... Ah, da geht's lang. Hm? Ah, sweet. Eine Fackel angezündet. Okay, hier gibt es mehrere Portale. Hm. Oh, da gibt es ein Monster. Ich werde erstmal das erste Portal checken.
Ist ganz cool mit den Dingern zum Entzünden, können wir. Mal die Portale markieren, wo wir rein sind. Bam! Ziel fixieren, okay. Sprinthammer. Ihr dürft euch nicht wundern, das ist die Steuerung wird hier für ein Gamepad erklärt, weil die meisten halt ein Gamepad empfehlen. Ich spiele mit Tastatur. Unser Leben ist ja schon ganz schön runter. Bisschen aufpassen. Ja, wir kommen von hier. Ich werde jetzt einfach überall die Dinger anzünden, wo ich bin. Um das sozusagen zu markieren, wo ich schon war. Oh, Drop. Dolch, yes. Endlich eine Waffe. Nice. Attack Speed. Mehrere Dudes, wenn wir einen nacheinander machen. Boah. Voll vorbeigesegelt. Knapp. Meine Fackel hat er auch geschrottet. Weil es nochmal Feuer habt. Gucken, ob das geht. Nö.
Lebensstein. Stellt Leben wieder her. Das war's? Kann man nur einmal benutzen oder was? Er stellt fast komplettes Leben her. Gut, dann machen wir erstmal einen Break, check die Playlist und bis zum nächsten Video. Danke, tschüssi.